Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Mario Kart 7. Heute wollte ich euch auch noch meinen Hintergrund zeigen, meines 3DS. Wie ihr seht, ist das The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das habe ich mir mal gekauft. Ist echt toll. Aber wir fangen an mit Mario Kart 7. Der Einzelspieler Grand Prix gespiegelt. Wen hatten wir denn noch nicht? Luigi? Nee, Luigi hatten wir auch schon. Hatten wir Peach schon? Ich glaube nicht. Heute der Blood Cup, der mit einer großartigen Strecke beginnt, und zwar N64. Kalimari-Wüste. Bekannt aus dem Mario Kart. Wie ist es denn? 64, Mario Kart 64. Und Mario Kart Tour. Und halt auch hier in Mario Kart 7 vertreten. Wie ihr seht, Sechster. Ich fahre jetzt wie immer hier drüber, wenn ich Pilze hab, denn das bringt es. Ja. Ach Mann. Ich sollte wirklich X weiter benutzen. Sagt, was ihr wollt, X ist besser als L. Meiner Meinung nach. Ich kann endlich bequem aufnehmen. Das ist echt schön. So, ich muss nicht mehr krüppelig auf dem Boden sitzen. Mein Rücken komplett brechen. Ich kann jetzt endlich an einem Tisch sitzen, Leute. Das ist echt toll. Komm. Ja, ist, denke ich, eine gute Strecke, mit der man im Blood Cup gerne beginnen darf. Nur das soll sich natürlich auch noch steigern. Weiter geht es mit DS. Donkey Kong Alpine, die es auch im Mario Kart Tour gab und natürlich im DS-Teil von Mario Kart. Ist ja ganz klar. Und ich habe es tatsächlich nicht vergessen, im letzten Part Domtendos Video zu verlinken. Bin ich echt stolz auf mich. Weil ich vergesse sowas immer. Wie wenn ich sage, ja, ich verlinke mein Instagram, vergesse ich einfach, okay? Allerdings könnt ihr gerne da vorbeischauen. Ich kann es ja auch hier sagen. Ich heiße Nintendo-Gamer-619. Da halt 619, wie ihr wollt. Und ja.
Der kommt zwar nicht so oft Bass, aber könnte trotzdem gerne folgen. Was? Hatte ich das nicht schon mal im Original-LP probiert? Also, was heißt im Original? Im 150er Hubraum? Habe ich das da nicht auch probiert? Und es hat nicht funktioniert? Ach, keine Ahnung. Ich liebe diese Musik, okay? Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Mario Kart DS auch sehr, sehr doll mag. Ihr wisst ja, Mario Kart 7 ist mein zweitlieblings Mario Kart. Aber was mein Lieblings-Mario Kart-Teil ist, das wisst ihr nicht. Ist es vielleicht Mario Kart DS? Ich glaube, ich hatte ja Mario Kart 7 eine 9 von 10 gegeben, ne? Auf jeden Fall, ich gebe es ihm jetzt noch. Ich gebe es jetzt nochmal offiziell eine 9 von 10. Ich kann ja so eine Rangliste einfügen. Machen wir es einfach so. Bis jetzt ist es für mich Platz 1 und Platz 2 ist Super Mario Kart, da wir nichts anderes gespielt haben. Und Mario Kart Tour möchte ich äußerst ungern zu einem Mario Kart Haupttitel zählen, denn ja. Das sind halt nicht, das sind halt ständig wechselnde Strecken. Hier Stern auf ersten. So lässt es sich doch leben. Da habt ihr auch den Beweis, dieser Itemkasten ist besser. Gerade Mario Kart DS. Ich werde, denke ich, am Ende des LPs so eine Rangliste einfügen. Wenn ich jetzt nicht Erster werde, ne? Ich hätte sogar heult. Weil die Strecke, nee, da verkrafte ich es nicht Erster zu werden. Bin ich mit der Kamera verrutscht, aber ist egal. Habe ich Platz gemacht auf meinem Handy? GCN Daisy's Dampfer. Mann. Ich denke, Mario Kart Double Dash könnte echt mein Lieblingsteil werden, wenn ich's hätte. Aber ich hab's ja nicht, deswegen kann es nicht mein Lieblingsteil sein. Aber es hat immer so viel Spaß gemacht, das sich anzugucken. Ich habe mir so gerne die Meisterschaft, hieß das Meisterschaft? Dieser letzte Grand Prix, ihr wisst schon, was ich meine. Diese Herausforderung da, wo man nochmal alle Strecken fährt und dann, ja, das habe ich so gerne von Domtendo mir angesehen, also wirklich, das gucke ich glaube ich auch einmal im Jahr, das ist genauso wie Tropical Freeze, auch ein LP, was ich mir einmal im Jahr angucke, von ihm. So, jetzt muss ich Pause machen. Denn, ja, kam irgendjemand rein, hat aber nichts gesagt. Ich habe extra Pause gemacht. Aber wenn keiner was sagt, kann ich nichts ändern. Ich weiß nicht, ich gehe dann einfach gleich mal gucken. Aber ich muss echt sagen, Mario Kart 7 ist wahrscheinlich das Mario Kart, was wahrscheinlich viele nicht allzu besonders ansehen. Obwohl es das ist. Schade. Und das liegt bestimmt auch ein bisschen daran, dass ich Retro-Studios einfach nur liebe. Auch wenn sie
bitte Anga zurückbringen sollten in Donkey Kong Country 6, wenn es kommt von ihnen. Wenn nicht, wäre es echt schade. Meine Freunde, ich bin wieder da. Weiter geht es mit dem Wii Blätterwald. Und ich hasse das übrigens, wenn so ein ganz kleiner Krümel auf meinem Touchscreen ist. Ich hasse das wie die Pest. Und das ist gerade der Fall. Und ich möchte jetzt aber nicht drauf touchen. Ich zeige euch jetzt mal hier diese Abkürzung. Ich weiß nämlich nicht, ob ich euch die gezeigt habe. Denn der 150er Hubraum legt einiges zurück. Wir müssen jetzt draußen Hunde bellen. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Bellen. Bellen, 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 bellen. Din, 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 din. Nee, wirklich. Nintendo kann einfach Musik. Außer in Yoshi's Crafted World soll sie ja schlecht gewesen sein. Kann ich aber nicht beurteilen, weil ich es nicht gespielt habe. Zumindest hat es Domtendo in seiner Top 10 2019 gesagt, glaube ich. Ja, ist ja 2019 rausgekommen. Wie ihr seht, gucke ich sehr viel Domtendo. Kann ich aber auch nur empfehlen, wenn man Nintendo-Fan ist. Denn immer qualitativ hochwertige Videos. So schön. 4K, das kriegt man echt nicht bei jedem. Weil es ja auch eigentlich nicht so nötig ist. Vor allem nicht, wenn man nur auf dem Handy guckt. Das gebe ich zu. Aber da gucke ich trotzdem manchmal auf 4K. Auch wenn man echt keinen Unterschied, finde ich, sieht. Auf dem Handy. Dafür braucht man safe einen 8K-Monitor. Das ist voll scheiße geil. Das kommt nämlich ein Stachel. Ja, ach komm, der hat mich anvisiert. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich bin extra nah an die Seite gefahren. Boah, Junge, ist so asozial, wenn er jetzt eine legt. Das hat er auch gemacht. Ich könnte euch auch mal am Ende meines LPs meine Spielzeit zeigen. Das denke ich ganz nett zu wissen. Mann. Wie viel ich das Spiel so gespielt habe. Okay, Tanuki zum Ende hin ist, denke ich, großartig. Und das ist geschafft. Peach hat es mit 40 Punkten geschafft. Ergebnisse ansehen. Jetzt kann ich auch mal meinen dummen Fleck wegmachen. Ich glaube, jetzt habt ihr zwar meine Hände gesehen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wenn ich nicht aufnehmen würde, würde ich mir diese Siegerehrung nie angucken. Das ist doch eigentlich ganz nett, wenn wir mal ehrlich sind. Aber in Mario Kart 64 kann man diese nicht überspringen. Das kotzt an. Glückwunsch, 3 Sterne. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen des Blood Cups. Sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.